Guten Morgen. Ich grüße mit der Sevier, der Apostel Paulus auf Himmels Brücken da, wenn er die Gemeinde grüßen da, hat sie genug mit und in Frieden von Gott, von den Führer und von unserem Herrn Jesus Christus. Dort wurde mein Wunsch in die Bett von der Osmoris sein, von jeder ein von denen, die erst abgekommen von der Osmoris. Und nicht bloß von der, wo einer sich den Frieden in der Freude ausbeten hat, aber auch für jeden Tag. Und ich will mich von der erstens bedanken für die Einladung hier von der Osmoris. Wie wir in Ockerütje fahren für den Adult Retreat. Wir haben uns da gerade mit einer Versammlung auch top getroffen, da, wie wir in einem Tag Tidia Rütje fahren und wir verleiten da gestern Nachmittag. Aber wir haben uns da noch begegnet mit vielen Menschen da. Und so einer teilt sich mit Eva, dass diese Versammlung hier von der Ode die Betshüß. Das würde vielleicht in Atrophie Ladja sein, aus Lichterich. Aber dort ist nicht, wo wir nur kicken tun. You know, eine Welt, die so eingekickt wird, wäre mehr zu haben. Und ich glaube, dort, von dort haben wir auch viel lernen. Ich glaube, wir sollen auch einmal ein Ziel haben, dort Evangelium rüberzubringen, so viele Menschen, als wir können. Aber wir sind hier von der nicht hochgekommen, nur abzuheben sein, würde mehr zu sein. Wir sind hier von der hochgekommen, den Herrn zu loben und zu preisen. Und ich will mich an dich bedanken, wir haben hier noch mehr, was ich bekannt mit sein. Henry und Judy sind hier, die sind auch von Seminole. Und dann sage ich hier nach seinem Sohn, was du gestern auch in den ersten Tag, wir sind gekommen für die Adult Retreats. Wir haben dort eine Sache gesehen, die Zeit, Gott sei Dank, wird verherrlicht, wird hoch abgehoben. Und wir sind alle überzeugt, der Herr, der hat sie in Segen rückgeschickt, auf viele Menschen. Und so von der Kerl, wir hier wieder gehen, an diesen Gottesdienst in Heimel, ich will mich dürfen ja bedanken. Von der Samaris, ich hatte einen Time, wo ich alle sozusagen mehrere Monate am Gebet habe. Und ich hatte nicht auch gedacht, dass es das so ausgekommen würde, dass ich diesen Time würde hier bringen, wenn ich den nicht heute top gestalt. Und ich fühle mich von der Ebene nach so, ich hatte noch gleich ganz vorrecht, so ich war gar nicht alles rüberbringen können, krieg, was ich gestudiert habe. Aber ich will doch rüberbringen, was ich mir so freuen, was die Zeit erlauben hat von der Osmoris. Und wir gehen drehen unsere Gedanken, was Jesus hier desiert wir. Und ich hier die Sprache Isaac sein, von was wir Jesus in letzte Gebete, was er hatte. Und er braucht gerade die Gebete, die Rüt, was mit den Gedanken kam. Ich sehe drei und mir kam wieder so hoch, sich zwei Gebete zu Gedanken, aber ich habe drei, so Dankeschön für das Rüthäven. Ich glaube, jeder einer kann dort mit dem Hüß nehmen, der viel von lernen. Aber meine Gedanken hier, wo ich mit Anfang von der Morgen, das ist auch, was wir das letzte Ding, ein von den letzten Dingen, was Jesus sagt, was er an die Boten hat, was sie sollen tun. Ich glaube, wir sind alle bekannt mit, als Jesus in den Himmel fahren wird, dann sieht er zu seinen Jüngern, geht rüber, geht in alle Welten an und predigt das Evangelium. Weil wir, und die wir denken dann, wir fangen an Markus Kapitel 16, Matthäus 28, dort fangen wir, was Jesus sagt, geht und predigt das Evangelium, nämlich geht und predigt die Wahrheit. Aber mit dort sagt er, das sind zwei Sieden. Und Markus, du sagst, hey, predigt dort, wenn sie glauben und gedäubt werden, dann werden sie seilig werden. Wer aber nicht läuft, der wird verdammt werden. Weil wir nur den Matthäusbrief 28 kicken down, du war ich da bloß ein klein bisschen einander paraphrasing, wo ich da sagen, dass ich die Versen nicht lesen, aber das sind die Versen 18 durch 20. Du schickt er an auch gerührt und er sagt, gut, in alle Welten und in alle Fälten, in alle Menschen. Und Gott sieht in die Ohren, er sagt, alle Menschen sind kalt gekommen, haben alle gesündigt, aber die sollen alle das Evangelium hören, in jeder einer. So wie auch so gesagt, dort in Don't Wear It As, was von der Sprache der Rede, was von der Kleider half, dort ist eine Säule, es sei viel wert wie Gott. Dort ist, wo dann wir hier von der Sonne Top gekommen, uns ein klein bisschen erinnern, was der Herr hängen lassen half, was er sei hochheben, das was wichtig wäre. Dann jäuf ich an, sozusagen Dinge mehr, was sie sollen lernen. Erstens, dass wir die Wahrheit, das Evangelium verkennen. Und die Menschen, die sollen gelehrt werden.
Und wenn sie erst gelehrt haben, diese Wahrheit, dort die wären zum Glauben gekommen, dann sagt er, dann sollen dort noch seine Jünger sein, die sollen auch nur fallen, nicht die Welt nur fallen. Und er sagt, wenn die Menschen dort verstummen können, dann sollen sie gedäubt worden in den Namen von den Vater, von den Seelen und von den Helden Geist. Ab dort Bekanntnis, dass sie Kinder Gottes sind, oder Jesus von uns genommen, ab dort Bekanntnis sollen sie gedäubt worden. Und dann vernehme ich das letzte Wort, was er hier noch mit dort mitteilen lehrt, erst an. Er sagt, und dann lehrt an, alles tun, was ich ihn befohlen habe. Nicht mehr als alles, aber alles, was ich ihn gelehrt habe. Ich habe mich gefragt, wo würde es lauten, in unserer Umgebung, oder in jener Umgebung, oder wo immer wir würden handfahren? Wenn die Menschen würden alle haben, das Evangelium angenommen, die würden alle Jesus nur folgen. Nicht die Welt, bloß Jesus. Ich will mich zu sein, hier in dieser Welt, wo wir dort nicht begegnen. Aber du hast eine Stadt, der scheine Himmel, wie Jesus ist. Wer du wird hankommen, der wird die Leuchten gedäubt wird, der hankommen wird, der wird dort erfordern, wo das ist. Wo du wird keine Weide sein, keine Bettnis, keine Streit, kein Zank, nicht wieder aus Frieden und Frieden. Und Jesus sagt, diese Wort hat das all gepredigt worden. Von der will ich einen Timer rütteln. Und wir wollen nur 1. Johannes Kapitel 2 drehen. Ich will die 3 Versen rütteln von des Morgens. Und das ist ein von den Dingen, was uns auch befohlen ist, rütteln. Und dann kommt mir die Gedanken, wenn ich an diesen Timer von dir denken da. So, was sind diese Dinge, was uns bestehlen tun, von dort, was Jesus für uns hat? Erstens, weil ich rütteln, wo der Segen Gottes in ist. Und der Segen Gottes ist in dit, nur Markus Kapitel 12, 30 und 31, ich werde es nicht lesen, aber du fängst wie den Segen Gottes, wie du am Glauben ist, wie du genuine Faith hast, und Jesus Christus in einem Wort leben, der wird den Segen Gottes reden. Der wird ihn reden. Aber da wurde eine Läufe der Welt und die Dinge, die in der Welt sind, die wollen den Segen nicht reden. Die lassen sich bestehlen von den Dingen, die in der Welt sind. Und nicht alle Dinge, die wir in der Welt sind, die uns interessieren, die sind. Aber wenn wir dort Leute groß waren, dort ist eins das Wichtigste, was in unserem Leben, oder wir haben mehr Zeit, durch uns Zeit zu sparen, als für was wir beraten sind, dann gibt es dort eine Aufgabe. Und dann lassen wir uns bestehlen. So, wenn ihr die Bibel mit habt, ich habe eine plötzliche Bibel mit, ich werde die Brücken von dir. Und das sagt hier in 1. Johannes Kapitel 2, 15 durch 17. Sieht nicht die Welt gut und nicht dort, wo der Unterbeiden hat. Wer die Welt in den Lastjahren hat, in dem es nicht der Läufen wurde. Vers 18. Wird alles, was in dieser Welt, es ist geldjährig sein, hängeron sein, nur wo die Jungen jankert in sich groß tun, dort stammt nicht von den Führer, dort stammt von dieser Welt. 17. Die Welt und dort, wo die Unterbeiden haben, waren vergungen. Wer über dort dort, was Gott will, nämlich sie in die Frauen dort, der wird ewig leben. Hier soll wir wahren, die Bär sieden. Erstens, Johannes gestaltet der Hahn, was die Welt hat, wenn die wollen den Hahn geben für dort, dort wird nicht ein guter Lohn abkommen. Und dann sagen wir, der andere sieht, was Gott anstellen hat auch. Er sagt, wo wir über uns wählen, Gott nur zu folgen, Jesus nur zu folgen, er sagt, der wird ewig leben. So, mit dort war wir noch offen mit dem Gebet. Vor dem Himmel, wir kommen diese Stunde noch einmal vor den Ohren gesagt, Herr, wir danken dir von dir für diesen Tag. Wir danken dir auch für dein Wort, Herr. Ab dem Wort haben wir uns ganz verloren. Herr, an uns leben, einmal, da wollen wir dort GPS umswitchen. Und dort wird uns noch verleiden. Aber Herr, wir danken dir dafür, dass dein Wort wird uns nicht verleiden. Von dir aus morgens, Herr, bete ich besonders für dein Segen. Ich frage auch für wir, dass du dir möchtest geben, was du gewählt hast für von dir aus morgens. Dort möchte ein Ehr sein zu dir und ein Segen zu jeder ein, wer sich hier von dir aus morgens versammelt hat. Ich bete auch um dein Segen für die Versammlung, die du tust, auch da wird danach bei der Couples Retreat sein. Herr, ich will mir ganz Hand geben, dass ich mich reden dort, was die wird ihr bringen. Ich bitte wir alles in Jesus' Namen. Amen.
So, von der zum Morgen habe ich diesen Thema genannt, wo kann ich mich wachholen von dort, wo die Welt, wo kann ich mich wachholen von der Welt leben und wo die unterbeiden habe? Wo kann ich dort tun? Vielleicht haben wir eine der Antwort für dort. Ich bin am vollen Vertrauen, dass wir haben die Antwort für dort. Dort ist, dass wir uns an den Leben Jesus Christus haben und in Arm nur fallen. Aber wie können wir uns nach Schriftstellen bekicken und sagen, wo das von dort zu sein hat? Erstens, diese Schriftstelle, die ich hier gelesen habe, diesen Tag von des Morgens, dort ist ein sehr wertvoller Tag, wo es sehr wertvoll ist, für jeder Christ zu weiten und auch zu verstehen. Dort ist sehr schwer, ihn einzudeuern. Was ich mir das angehen, das zu studieren, ich freue mich, der Herr hat mir das um Hand gelacht. Ich habe nicht gewusst, was ich alles würde begegnen. Wo schwer das einmal wäre, dort ihn einzudeuern, was das oder was dort wäre. Nicht, dass schwer ihn einzudeuern, dies denn ist in Licht, dort ist leicht ihn einzudeuern. Und so hast du doch fährt in der Wahrheit in der Sinn. Aber wenn einer sich nicht mehr dort will, studieren, was alles in der Welt ist, was wir alles leben können, was uns aufgesagt ist, dann kommen einem sehr viele Fragen zu Gedanken. Aber noch einmal, das ist eine sehr wertvolle Schrift, steht, dort wie die verstehen können, was der Band geschrieben ist, um dort wie, denn ich habe eins auch explained. Und woran dort ist das so sehr viel Wahrheit bin. Zwei Phasen, die ich nicht lesen will von der Morgens, ich glaube, die sei auch sehr bekannt mit, die sind die nun in Römer Kapitel 12, 1 und 2. Ich will nur bloß ein Klimat antatschen, vielleicht will ich die Leute noch einmal handdrehen und die lesen. Aber hier ist in Römer Kapitel 12, 1 und 2, wo Paulus hier sagen wird, er sagt, je für uns selbst haben, aus dem Heldet in ein Leben geht Opfer, was Gott annehmen kann. Ihr seht, wenn wir uns Hand geben tun, zu diesem großen Gott, wir sagen, Herr, ich bin hier, ganz die zu tun, ich gebe mir die ganz Hand. Mit dort habe ich sozusagen die Welt aufgesagt, ich gebe mir nicht die Welt Hand. Aber du brauchst eine Hand geben für diesen großen Gott, dass wir uns am Hand geben, aus dem Leben des Opfer. So als Jesus sich Hand geben, dort umtritt, er hält nicht drei. Und wenn wir uns dort den Herrn Hand geben, dort wird uns wachholen von der Welt leben und wird unterbeiden haben. Epheser Kapitel 2, 8 und 9, die gleich sie auch alle bekannt mit. Dort sind bekannte Phasen, wo das sein wird, dass wir sind, ich kann nur die Raten nicht entworten. Anders, da würden wir noch Dinge haben, wo wir uns würden können loben. So eine Phase ist dort, die wir hier in so einem Betobstall. Und weil wir dort zu sein kriegen, diese Phase, die der Apostel Paulus hat hängen lassen, dort, wir sind nur die Rat und nicht die Wahrheit. Dann ab eins, die wir dort sein, you know, wir dürfen uns bloß den Herrn Hand geben. Und er wird uns all wissen, wo war ich, wie von dir wieder gehen soll. Mit dort jankert mir nur zu drehen in Römer Kapitel 8. Wir wollen uns die erste Vers durchbekicken. Und weil wir hier diese Vers lesen, da in Römer Kapitel 8 Vers 1, das sagt uns hier, dann ist die nicht mehr zu verdammen und euch, die in Christus Jesus sind, denn nicht so leben, als das Fleisch verlangt. Oder wie können sein, wenn du mir paraphrasen will, nicht so leben, als die Welt hat, oder was du unterbeiden hast, aber so, aus der Jes, nämlich der Held der Jes, dort verlangt. So er däubt und so er wird voll. Diese Farsch, wo der hier dort, der dort uns hier sozusagen eine Roadmap anstellen, wo wir kennen, wo wir gerade sind und zum Glauben gekommen, wo wir kennen, den lebenden Gott nur folgen. Er hat eine Roadmap für uns, das ist nicht gerade so aufgetickt, weil wir uns eine Roadmap würden wir kaufen, aber weil wir die Bibel haben, die können wir dort lesen und können dort aufstellen. So, von der noch einmal, das ist ein von den Schriftstellen, wo das sehr wertvoll ist für mich, was ich gewählt habe, von der, wo ich will umreden. Und dann kommen wir bei dort wir das vielleicht nicht ganz verstehen können. Ich will hier ein paar Phasen rüthaben, wo wir selber konnten mit sein. Und dann freuen wir uns einmal, was schafft das? Was schafft das uns tags, von der sagt, wie soll nicht die Welt leben und nicht, was die Unterbeiden haben? Dann gehen an die Gedankenflächen in Johannes 3, 16. Gott hat die Welt so geläuft,
dort habe ich ihn sehen, ja, ich dort all dein Abend Leben nicht verloren gehen. Wo soll ich dort nicht in eindeilen? Gott sagt, er hat die Welt geläuft, zu mir sagt er, ich soll nicht die Welt leben, und ich werde unter beiden haben. Wo soll ich dort nicht in eindeilen? Weil ich will hier drei Punkte nicht durchheben. Ich werde versuchen, mit dem Karten immer zu kicken. Und das erste, was wir kicken, dann für Gott hat die Welt so geläuft, weil wir nur zwei Wörter von der Morgens kicken. Das erste Wort, was wir von der Morgens nicht kicken wollen, dort ist das Wort der Welt. So, was wir hier ankommen, da in ich dann mit der Tina mit Raum kicken, ich sage die Fehl, ich sage, was Gott alles gemerkt hat, den Himmel, der Sonne, und was er war, und laden sie wieder. So, hier so würde ich sagen, ich habe eine Welt gesehen. Und wir können dort auch wieder sein, dort, weil wir kicken dann Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 24, dort sagt uns du auch, dass wir haben so viel Anleitung, dort Gott hat die ganze Welt gemerkt. So, wenn wir unsere Gedanken nicht bloß einmal durchnehmen sollten, dort Gott hat die ganze Welt gemerkt. Als Gott die Welt ist vor dich hat, ich habe in 1. Mose Kapitel 1 lesen, dann sagt er dort, das sei er Gott. Wir wollten dort in der Schöpfung der Bände, wir, das sind wir dort noch nicht. Aber drei, nur diesen Träume von der, wo du wir dort nicht mit ihnen einteilen, wenn du sagst, dass Gott auf der Welt so geläuft hat, dass sie ihn sehen dürfen, zu uns ans Tag sagten von der, wir sollen nicht die Welt leben, weil nicht was unter beiden haben. Das wird, was wir brücken dann, da hat eine andere Meinung, hat mit dem zu tun, wo wir die Hand stellen dürfen. Und dort will ich versuchen, diese drei, ab drei Städten, dort wird die Welt Hand zu stellen. So was das geschrieben ist hier, dort wird die Welt jetzt zu brücken in diese ganze Schöpfung. Die ganze, das ist die Welt, die ich merkt habe. Auf Englisch würde ich sagen, the created world or the universe. Auf Deutsch würde ich vielleicht sagen, die ganze Erdball, das hat Gott alle gemerkt. Und als er dort gemerkt hat, dann sieht er dort, wie es sei Gott. So, mit dort war wir fürs nur der zweite Ding kicken, dort sie nun mit Johannes 3:10, wo Gott die Welt sie geläuft hat. So, erstens, der erste Punkt, was ich in die Rüge bringen dort, dort wir, wo Gott die Welt gemerkt hat, die Schöpfung, die Universe. Hier ist nur der zweite Punkt, was ich will Rüge heben, ist dort, und dort sagen, dass Gott auf die Welt sie geläuft, dann checkt heu, wort an dieser Welt bern, als wort heu so wertvoll seht, wo heu seine große Läufe haf, und dort sind ecken du. Der Mensch ist in Sinn gefallen, aber seine Läufe hafen nicht geändert, heu haf so eine große Läufe ans, dort heu ans, weil rüt raden ü dort, weil wir dort zu sein kriegen, dort seine Läufe so groß ist, dort heu sehen, sehen, jäuft dort all deren Amt Läufen nicht darum verloren gehen. Und drittens, drittens, wo wir nur kicken wollen, ist, war er dort wird diese Welt. Diese Welt, die jetzt so zu betegnen oder zu beschreiben, würde wir sagen, as a corrupt world system. Eine schwingende, sinnvolle Welt. Ich habe das nicht verstanden. Gott mögt die Welt, heißt es Gott. Lute Sache, die Menschen haben gesündigt, heißt es, heute wird wem schicken, dass die können geraten werden. Aber nur ans Tag, sage ich doch, läuft nicht the corruption that is in the world. Dort nicht das sinnvolle Leben, was da bin ist. Aber man hat dort gesagt, da sind doch noch Dinge in dieser Welt, was uns auch ganz oft gesagt haben, dort, wo nicht sinnvolle Dinge sind. So, dort muss man noch studieren und dort wird nicht Zeit geben, für alle wen hingehen. Aber wir müssen dort auch verstehen, was die Bibel sagen wird, dort so aus dieser Welt, von der und auch drehen wird, nämlich von der, wo die Sinn des Nennen gekommen, dort wird, auf Englisch würde ich sagen, it is ruled by Satan. Diese Welt ist unter der Herrschaft von den Satan. Und dort ist uns oft gesagt, ich glaube, das habe ich alle verstanden, ich will nicht viel Zeit nehmen. Bei mir kann nur noch einmal treten gehen, 1. Johannes Kapitel 2, Vers 16, wo das hier sein wird, weil alles, was in dieser Welt ist, ist geldgierig sein, hängen rund sein und dort, wo die Jungen janken und sie graut tun. Und dort stammt nicht von den Führern,
dort stammt von dieser Welt. So Johannes, der haftet hier nur für ihn eingedeutet, dort wie von der, dort wie dort verstummen können. Und ich habe Gott sei gedankt dafür, ich habe gebetet, heute wird der Wert geben, dort wie können die Klimatdeuper verstummen. Ich sage dir mal nicht, dass die nicht vielleicht viel Deuper in das all nicht studiert haben, als ich habe. Aber mir haftet nur viel zu denken gegeben, was einer alles hier kann, rüthäben. Aber noch einmal, da war noch eine Schriftstellung, die ist geschrieben in 2. Petrus Kapitel 1, Vers 4. Was Johannes hiervon reden wird, noch einmal dort ist das Corruption, das Moral System. Und ich will nur ein Ding rüthäben, dass diese Welt drehen wird. Ich will nicht in Politik hineingehen. Aber wir können dort verstehen, dass Dinge gedreht werden. Wir als Christen sollen von Doppels Wache ran. Wir hören dort vielleicht hier und da wird ja nicht zu sein, aber wir sollen das so ja klar haben, dass wir sind dort ausgewählte Volk. Als Christen sind wir ausgewählt und wir sagen, an das Dienste sollen wir nennen dachen. Ich sage am Fall für drei und das ist die Kirche hier in Southwest Kansas, jeder und dachen. Das sind Menschen, die bekehren gehen und das sollen wir hier leben dann. Wo wir wohnen, dort als Kraxer. Ich habe sehr viel Gemeinschaft mit englischen Menschen, die dann mit vielen Dingen denken haben, was soll von uns Deutsche sein, was sie sagen, was ihr einfach wundern wird, dass die Deutsche sich haben so weit angegeben, so soll man sich nicht angekommen, haben sich angegeben aus dem Titel des Volkes, und nun soll wir diese Dinge, und dass sie sagen einfach, dass sie abstehen, dass sie gehen vor uns. Sie gehen viel wieder aus was wir denken. Und, you know, ich will gar nicht viel von dort mitteilen. Aber ich glaube, das ist gut, weil wir uns einmal denken haben, wir waren bekickt von bitteren Kirche. Andere Kirchen bekicken uns. Wo kommen wir denn hin? Wo schafft das da? Drei hier noch, 2. Petrus Kapitel 1, Vers 4. Hier schreibt Petrus deswegen, und er sagt, und durch dieselbe Kraft hat er uns alle die andere Rechte wundervolle Sehnungen versprechen, dass du wie von dort verkommene Lebenschen loskommen, woran wir durch die Leidenschaften in dieser Welt gebunden sind und an Gott seine Natur Anteil haben können. Petrus hier hat sich mit aussprechen, wo er dort sieht, wo er dort verstehen kann, aber dort lernt auch mit dort, was Johannes geschrieben hat. Dort ist eine schwindsche Welt, dort ist korrupt. Aber wenn wir ein verbunden ist in dit, dann sage ich Petrus hier zu dir, das große Gott hat seinen Sehen gegeben in der Welt, die der Rüth haben. So wir können von dir unsere Gedanken und uns Dank abheben nur diesen großen Gott und am Loben und Präsen für was er getan hat und für was er noch will tun. Eine Frage ist wieder in 1. Johannes Kapitel 4, Vers 19. Und ich habe die Frage lesen, weil ich einen Punkt rüthäben. Dort diese Corruption, diese schwindsche Welt, die wird getrieben von der Lust, was ein Mensch ist. Und wir als Christen, wir sind nicht exempt. Wir sind nicht zu Ziel gesagt, dort wir nicht immer gehen, diese Lust, was das Übenlust ist oder Fleischeslust, oder noch the pride of life, das hochmütige Lifestyle, du musst wie Kraxe Gott je entschaffen. Während wir haben alle diese sinnliche Natur mit dir arbeiten, aber durch die wahre Geburt haben wir das aufstellen. Johannes, die Schrift hier in 1. Johannes 4, Vers 19. Wir wollten dort wie von Gott sind. Er sagt, das weit wie dort wie von Gott sind. Und dann sagt er, in der ganzen Welt von dem Bösen beherrscht wird. Dort hört sich jetzt von Johannes zu der Kirche, sag ich, mal, wie sind hier top gekommen? Wie sind dort ausgewählte Volk? Wie sind die Kinder Gottes? Wie brauchen bloß in der Welt an Chicken? Dann schau ich dort einfach all sein, wo der Satan alles in seiner Kontrolle hat. Das sind sehr wertvolle Wert, wo wir von der uns gerne mal trösten. Und dort ist, was Johannes hier rückbringt, der noch einmal heute hat, dort klar der Handstellen, dort der Satan, der ist an dieser Welt in Kontrolle. So, nun haben wir uns das eine Wut bekickt über drei Wege. Und so, ich würde drittens noch einmal rüthäben, dort ist dort Wutwelt, dort
verdreht von der verdorbenen Welt, der Corruption. So, nun wollen wir uns das Wort bekicken, Leute. Ich habe zwei Punkte an dort, und die sind nicht so lang, die sind Charter. Aber dort ist in so einem wertvollen Ding, dass wir nur das Wort kicken, das kommt auch wahr aus Johannes Kapitel 3, Vers 16, wo Gott auf der Welt so geleuchtet hat, sein Einzigen sehen, Jäuf, dort all den Amtleben nicht verloren gehen. Aber was ich hier will tun, ich will, wenn ich an das Wort Leute reden, da will ich ein Wort mit beistellen, das kommt aus dem griechischen Sprech. Dort redet hier von der Agape Leute, von der, was ist dort, dort ist der selbst, heilgegebene Leute. So, erstens, weil wir uns dort bekicken tun, was Gott getan hat. Er hat sein Sehen gegeben, dort, dort all deine und andere Leute nicht waren verloren gegangen. Dort ist eine heilgegebene Leute. Und all die, die wollen dir Rat sein, die müssen sich auch den Herrn Hand geben. Dort ist ein freiwilliges Ding, ein heilgegebenes Ding, dort ist das Leben. Und dort ist der ein Punkt. Und der zweite Punkt, was ich hier will rüthaben, ist, kriegt das Wort Leben, das Agape-Leben, das als heilgegebenes Leben. Dort, weil ich auch das dort betegnen, dort, wie kann eigentlich noch mal durchkommen, dort wie das Arrechte denkt, leuven da. Ich will hier eine Karte Beispiel mitteilen, und das ist nicht ein gutes Beispiel, das ist von einem sehr guten Freund, was ich hör. Wir sollen Däupen trinken und Drugs in die Roden. Und was tut dieser Freund? Das Freund, der wir zum Glauben gekommen, hat wir bei dir gekommen, dass er hat den Herrn Jesus Christus angenommen, ging schwere Tiden durch, hat dreht sich von der Wahrheit wahr, zu Tiden nach Wahrheit treten an. Aber um eine lange Geschichte gehört zu merken, hat jäuft sich an und trinken und Drugs nennen. Ich habe mit einem viel geredet, aber ein Tag sieht er ganz klar, ich leuchte, was ich da. Was sieht er damit? Ich leuchte und es Sinn zu leben. Ich wünsche, ich könnte hier was anderes mitteilen, aber ein Tag hat die Person ein Accident. Ich will nicht sagen, wo er ist, ich weiß seine letzte Zeit nicht, was er mit Gott gespannt oder nicht. Aber es ist das ganze Bild looten, der hat jäuft sein Leben ab, was er sich gewählt hat, dort zu leben. Du weißt, wo ich das hier einmal rüthebe, dass wir das verstehen können. Diese Agape-Leib, dort ist Handgeben. Jesus jäuft sich ganz Hand. Und dort ist, was wir tun. Wir wollen uns auch Handgeben. Either wir wollen uns Handgeben für Jesus Christus, wollen uns nicht trägen, wollen uns ganz Handgeben, oder wir wollen uns Handgeben für den Sinn zu leben. Dort ist ab zu uns. Der Wohl, der hat der Herr uns gegeben, und jeder eine für sich selbst dort wählen kann. Aber wir wollen, dass der Herr der Wort Kraft geben, wann sich wir wählen, der hat am Nur zu fallen. Ein Wort von großer Sehen, der rückkommen wird. Diese Vers, was ich hier will mitteilen, der ist geschrieben, und ich glaube, ich habe hier der Arrechte stehen, das ist Johannes 12, 3, 4, ich habe abgeschrieben, ich will, dass dort was stehen. Ja, das stimmt. Johannes, Kapitel 12, Vers 43. Dort sagt uns hier, und sie wollen doch Leute von Menschen geirrt werden, als dort Gott an ihren wird. Ihr seht, diese Menschen hier, die geben sich auch an, Leute, die Menschen unsein sein. Leute von der Welt unsein zu sein. Sie wollen uns zum Dinge zu tun, was an nicht gehören dort. Aber sie wollen die Menschen euer sein sein. Leuwe aus bei Gott. So, wir haben das wohl auch, dass wir uns wählen können, was wir wollen, diesen großen Gott nur folgen, uns ganz handgeben, am Leuven, das Agape-Leuven, oder was wir dort euer Rechte wollen. Ich sage, im vollen Vertrauen, dass in jeder einer hat sich dort gewählt, sich Hand zu geben und für diesen großen Gott zu leben. Because diese Welt, das ist nicht ein gutes System, das ist nicht reiches dort. Und jetzt, da ist viel Sinn, viel Distanz. So, nun, weil wir nur das checken tun, nur, dass wir dort weiten und verstehen können, was der Herr uns hat aufgesagt, was wir nicht sagen tun,
Wo du wieder dann, wo wir uns hier wachholen, von dieser Welt zu leben oder der Dinge, wo du bist. Mit dort, Janke, mir 5 Punkten rüte hier. Und bei den 5 Punkten, ihr sind, da uns an der Titel, ich denke von dir aus morgens. So, der erste Punkt ist, und das hat alle wegen der Nun bei, der erste Punkt ist, dass wir müssen anerkennen, wir müssen recognize, dass wir können nicht Gott in der Welt beides täglich leben. Das trifft nicht. Wir können nicht Gott auf der Welt leben. Jesus, der mir dort ganz klar, dort als ein oder das andere. Beides trifft nicht. Mit dort war uns eine Farbe bekannt, das geschrieben in Matthäus Kapitel 6, Vers 24. Noch einmal Matthäus 6, Vers 24. Keiner kann zwei Herren dein. Er wird einen nicht lieben können und von den anderen viel hauen. Oder er wird an einen hängen und den anderen, er wird an einen hängen und den anderen verachten. Du kannst nicht Gott dein in der Drittum. Auf Englisch, in Hochdeutsch sagt es, you cannot love God in Mammon. Dort wird Mammon, dort aus der Hand gestalt, aus dort an der Tiet, dort wird Mammon, dort wir noch ein Wort für ein, noch für ein Gott, ein Aufgott. Und an der Tiet wird dort gebrückt, du kannst nicht den lebenden Gott dein, den einzigen wahren Gott, oder dessen falschen, das eine oder andere, dort aus von der Krieg so. Ich sehe zu meiner Früh, wo am der Plotdeutsche Bibel dort wird, dort direkt im Brücken dort, die Leute, ich kann nicht verstehen, wenn es sind so sehr viele Menschen, eben viele, was sie Christen nennen, die sind so dort in der Direktum nennen gekommen, das ist gar nicht mal Zeit für die Familie. Das ist gar nicht Zeit, um Gottes Wort lesen, gar nicht Zeit für die Kirche. Und wenn dort die Spatur kommen, dann kann einer dort sein, dort Direktum, dort hat Frage, sag ich, die erste Leute geworden für den Mensch. Und wir wissen, was Jesus in der Bergpredigt war, in Matthäus Kapitel 6, wo er sagt, trachtet erste, nur der Dreck Gottes in der Sinne Gerechtigkeit. So, machen wir dort noch einmal im Denken holen, noch einmal denken haben, dass wir können im Denken holen, wie man dort anerkennen, dort wie kann nicht zwei Herren sein, das ein oder den anderen. Und so dort als der erste Punkt, ich hatte noch ein bisschen mit Meier bin, ich glaube, every year, und ich stelle das hier an, ich muss sagen, das war, wie vielleicht alle Glücken alt sind, und ich weiß, wie sind nicht, ich habe vielleicht ein bisschen mehr Dinge zu sagen gekriegt, aber ich glaube, wenn ich würde für Isaac hier auch reden, ich würde kein Mensch dann. Every year habe ich einer dort gesehen, dass die Menschen die sind zum Glauben gekommen, und ich will hier mal ein bisschen klein mit dem Bild anstellen. Da sind ein paar junge Menschen, die sind zum Glauben gekommen, und haben sich verläuft in jungen Jahren und haben sich auch befreit in das Leben, das jetzt bloß feindlich wieder, das jetzt auf ihren Schein. Was passiert, wenn du nicht dort klar hast, wir leben für Jesus? Ich glaube, dass wenn ein junger Couple das dort, oder es kann eine einzelne Person sein, wenn du die Freude Gottes auf den Ende kriegst und du gehst wieder mit ihr Leben und da nicht versichtig sein, die kriegen irgendwo eine Welt zu sein, wo ab eins Jank hat, und die geruhen du nähern. Und was die Jahren, die gehen vorbei, und ab eins kriegen, die sich zu sein, wo sie wie geblieben mit all das. Nun haben wir alle eine Familie, wir haben euch geschert, Zeit einer für den Nächsten, nicht mal unsere Kinder kriegen, unsere Leibsreiche still so. Das passiert nicht bei allen Menschen, aber das passiert bei vielen. Dann ab eins ein Tag, dann werden die Abende sein, wir sind wie wache geruhen von dort, wo wir so. Und die Kirchen dort zu sein, sie haben einfach eine Leib für die Welt, während das Reichtum ist nur groß geworden, nicht mehr, da ob ein sehr viel Zeit mehr. Und ich glaube auch, dass dort ein Denk ist, was sie gewählt haben, was sie wollen, dann, das ist bloß ein Denk, wo wir mal versichtig sind, dort wir nicht anschlupen, und ob eins nicht driften dann, und dort, wo die Welt unter beiden hat. Aber danke Gott, dass wir keinen Träger kommen. Ich will hier eine Vers lesen, was dir geschrieben ist in Jakobus Kapitel 5, Vers 5, und das sagt dir, je andere Menschen, weit ihr nicht, dort Freundschaft mit dieser Welt, Feindschaft je in Gott ist? Wer du wünscht, Freund mit dieser Welt zu sein, der merkt sich zum Feind mit Gott. Wenn eine Person ein Verlangen hat, ungesund zu sein, nicht kippen, wofür ich habe,
Ich habe mehr als du hast, oder mehr als du mehr als mit dir hast, oder dort wir uns hochheben dann. Nämlich, dass wir uns meten dann einer mit den Nächsten. In der Welt, der dort uns anerkannt, ist auch noch der Trost. Nicht selber, als sei er mit der Welt flint geworden. Dann sagt Jakobus hier, so eine Person, der hat sich selbst in Feindschaft gesagt gegen Gott. Woran? Wenn du kämpft von Hochmut, dort wird gedreht von Hochmut, von Pride, und Gott ist gegen dort. Er sagt, er hat Leute für dich, wo du in dir mit dir hart haben. So, wir sehen dort als ganz klar hier, dass wir können nicht zwei Herren sein, dort als ein oder den anderen. So, und wir können uns dort wählen. Mit dort werden wir nur den zweiten Punkt gehen, und das hat existiert genannt. Was du leuven des, du wirst dein Hort mit ansehen. What you love involves your heart. Wir werden uns mal eine Vers lesen, der ist geschrieben in Matthäus Kapitel 6, Vers 21. Willst du, wo der Schatz ist, du wirst auf dort Hort sein. Where your treasure is, there your heart will be also. So, what is it that we treasure? What is it that we looten in uns Hort nankommen, dort ist so viel wert? Dort ist so viel wert, dort looten, nicht loskreinen, wo dort ist. Dort will ich vorsorgen. Jesus, das ist das, wir Vater und Mutter, Bruder oder Schwester, oder irgendwo in meiner Leben, das mir, das ist nicht wert für das Himmelreich. Jesus sagt, du merkst nicht, dass wir unsere Geschwister, älteren Kinder nicht leben sollen, aber er will den ersten Platz in unser Leben haben. Hab er dort bei dir, hab er dort bei mir? Ich glaube, dir einer kann das beantworten. Ich denke da noch mal an, was würden wir tun, wenn wir in eine Verfolgung geraten und da würden wir abstehen und da würde sein, wenn ich dein kleines Baby kann haben zum Anbringen, da würde ich dein Leben lassen. Wenn du was den Glauben abgeben, da würde ich dein Leben lassen. Und wenn dort nicht, dann bringe ich dich an. Was würden wir tun? Wir sind dort, weil wir Hebräer Auftrag lesen und darunter stehen, da sind viele Menschen, das sind unsere Zeugen von den unseren Witnesses, die haben ihr Leben gegeben, bloß für diesen Glauben. So, wofür wird, als das Herr Jesus Christus für uns? Ich bin überzeugt, dass es so viele Christen, Menschen, die sich bekannt als Christen, die leben und fernen Leben, ich glaube, sie nur dir noch kann. Von bieten sie uns hier, wir würden sagen, die haben fein Leben, die Familien, alles, das fein in Ordnung, die Finanzen, das alles fein da. Aber was haben die innerlich? Der zweite Punkt, where your treasure is, there is your heart also. Viele Menschen, wo ihr nicht sein, dass dein Sinn leben, aber das sehr viel verstärkt hat. Und dort sage ich der Herr, dort, wo ich ein Licht bringe. Was haben die in dir? Was wir würden wünschen, wenn der Herr dort kommen nicht würde und Licht bringen. Wir waren gewohnt von den unseren Tags, die Dinge, die da auch sind, und dort ist der Fleischeslust, und der Ehrenlust, und das stolze Leben, der Pride of Life. So dort ist wichtig, dass ich in dir das verstehen kann, woran da weit wir mit was wir schaffen machen. So ich will uns alle Mut sprechen, dass wir Zeit nehmen und studieren. Und wir sind dort, dort ist nicht bloß eine Welt, aber man uns Christen kriegt sie Gott. Du hast eine Zeit, wo sich das später eine hat, ab irgendeiner Leute für das Geld. Wo dort stehen, wo die nochmal eine Leute für das Geld haben. Ich glaube, somewo ab einer Stelle oder anderen Leute, wo wir alle kennen, tauscht und eine hafte Leute für das Geld. Wir machen es hoffen, dass wir leben können. Aber dort ist nicht das Wichtigste. Ja, ihr seht, wir leben nicht vom Brot allein. Warum ich diese Frage von Ruth heben und ich werde nicht lesen, aber das ist geschrieben, 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 10. Durch schrift Paulus, nur Timotheus, und er sagt, wo die Menschen sich an viele Weide ab ihr eigenes Leben abgelacht, bloß für die Leute. Dort ist der Wartel von aller Eierrechtigkeit. Das wird er sagen. So, ich will uns bloß
Mutter sprechen, dass wir so eine Dinge steht, mit studieren tun und ab ihren so zu Wort nehmen, dass ich glaube nicht die Welt und nicht, was die Unterbeiden hat. Und drittens, als ein Karte denkt, wo wir wollen noch kicken, der dritte Punkt, das ist Römer Kapitel 12, 1 und 2, ich würde nicht viel Zeit uns sparen, aber hier so fängt wir der dritte Punkt, dass wir uns leben müssen, ganz den Herrn Hand geben. Surrender your life fully to the Lord, and you will not love the world nor the things in it. Das ist der dritte Punkt. Weil wir uns ganz Hand geben für den Herrn, da wo wir am Leben und nicht die Welt und nicht was unter beiden haben. So, wo tun wir dort? Wir tun dort, ich sage, wie zwei Sieden. Die erste Farsch auf ein, die zweite auf die andere. Erstens, das erste wird Gott. So viel, die nur mit den bewiesen haben, Monat ihn sagt, jenen Körper Gott zu geben, was ein heiliges Leben wird Opfer, dort Gott annehmen kann und lutet ihn gässlicher Gottesdienst sein. Ihr seht, wenn wir unseren Körper, unsere Gedanken, unsere Ohren und Uhren, alles, wie wir geben den Herrn dort, wir sind das jeweils die aus dem Opfer, ich will für die leben. Der Worte Kraft geben, dort wie nicht wollen, die Welt leben. Der zweite Vers sagt dir, entstellt euch nicht so an, dass die Welt dort, die sollen der hühnige Sendung verändert werden. Sie, der Herr, der wird diese Änderung ist, an uns geschaffen, mit dort, dort wir uns den Herrn Hand geben. Mit dort schicken wir nur den vierten Punkt. Und dann heißt es dir genannt, wenn du nicht wärst, die Welt leben, und was du unter beiden hast, dann musst du weiten, von wo du wachrandest und wo du musst jeden Stund geben. Weiten eigentlich die Dinge, wo wir machen jeden Stund geben und von wo wir machen wachrand. Do you and I know what things we need to fight and to resist? Uns tags die wichtigsten Dinge. Erstens, wir haben sehr viele Dinge, wo wir weiten, wo wir sollen von wach bleiben. Und ich will was von diesen Dingen abheben, hier so, in diesem vierten Punkt. Ich will den Text noch einmal lesen. Ich will hier die 15. und die 16. Vers lesen. Er sagt, sieht nicht die Welt gut und nicht dort, wo der Unterbeugen hat. Wer die Welt in ihrer Last hier hat, an dem es nicht der Läufer von den Fuhrer. Sie können wieder hier sein, wo sich dort in eindeuern wird. Mit Dingen läuft, was der Herr uns hat oft gesagt, habe ich all die da wir auch bewiesen, dass der Läufer von dem Fuhrer ist nicht an uns. Wir sehen, der Läufer in Jesus Christus, was hier abgeirrt wird. Er sagt, ich sei nicht gekommen, meinen Willen zu tun, aber ich sei gekommen, den seinen Willen zu tun, den ich mir geschickt habe. Das erste Vers sagt hier, und wie jetzt alles, was in dieser Welt ist, ist geldtätig sein, hängen rund sein, nur wird der Jungen jankert und sich graut tun, und dort stammt nicht von dem Fuhrer, dort stammt von dieser Welt. So werden wir uns mal in ein paar kleine Bemerkungen merken, was in dieser Welt ist, was uns alles jankern lässt. Erstens, weil ich ein Denk irritieren. Wenn ich in die Welt, das sind Dinge, was uns jankern, und dort tragt uns zu haben. Erstens sollen wir immer bekicken, als dort ein sinnvoller Denk. Sie acte zufrieden, dass der Herr mir gemerkt hat. Jetzt ein großes Ding, ich glaube, wie immer sein, dass ich Quack fehlen muss. Wenn ich nicht zufrieden bin, dass der Herr mir gemerkt hat, da will ich für sure anfangen, meinen Körper zu ändern. Wir wollten das System, wo wir nun bauen sind, für was some von der Lehrer von der Regierung verstehen, da sind ganz up für alles, was da hier abkommen wird. Lieder in Eingang frisch befrieren, dort sind wir allmählich gewandt geworden, man hat das nicht gerade alle wegen passiert. Aber das sind Dinge, die habe ich hier von klein an. Aber nie ab eins kommt dort rüht, zwei Monate wie früh ist. Und die wollen nicht hängen anbringen, dort sollen die gleich mal eine Versendung. Und wenn du nicht zufrieden bist, dort du einen Mond bist, du kannst noch den Exchange haben, ich weiß, abholst, was ich verwirrt bin. Aber das sind Dinge, die in der Welt angehen. Aber wir aus der Kirche nicht wollen abstehen und jeden dieser Dinge reden, wo wollen unsere jungen Menschen, wenn die abwachsen in der Kirche? Steht die Kirche dafür oder steht die nicht? Wenn die reden, da können wir nicht fahren.
So nu habe ich hier ein paar große Dinge rausgehoben, was wir vielleicht würden alle sein oder zwei Jahre. Wo soll wir dort an, wenn ich ab eins nicht zufrieden sein und ich fange meinen Körper ganz an zu beformen? Ist dort weltlich oder ist dort bloß so, was ich nicht will tun? Sie dort mal wie auch gut studieren, wo studieren diese Sache? Da wir diesen Körper nach Missbrauch, da wir den nach ab eins verdorben. Mit Schmecken, mit Trinken und Alkohol. 1. Korinther merkt dort ganz klar, dort wir sollen den Tempel nicht zu schonen mehr, wo der Herr uns unvertraut hat. So, wir würden die Rose sein, weil das sind Dinge, die ich hier rückgehoben, wo wir würden gern sein, die Bibel, die Haft, die Backing dort erst sind. Aber das sind noch genug Dinge in dieser Welt, die uns jankern dort, die nicht sinnvolle Dinge sind. Aber dort kein sinnvolles Ding werden. Wir können noch unzufrieden sein mit den Dingen, die wir haben. Wir können noch, was so weit kommt, dass es keinmal nicht genug, was ich habe. Ich würde zu sein, dass ich das verstehen kann. Das ist gar nicht arg, wenn ein Firma geraten wird, oder wenn ein Business geraten wird, oder wenn das ich nicht fertig oder nicht trägt. Aber wenn dort die Ursache ist, dass das immer zu tun ist, ja, nicht. Ich möchte mir eine große Schuld gehen. Dann ab eins fangen wir an, die Dinge zu leben, wo die vergehen tun, und dort nimmt meine Zeit ab, wo meine Familie getroffen hat, oder die Kirche getroffen hat, oder bloß im Geistlichen studieren, Missionarbeit. Dann ab eins, dann sie auch so tragen, all das Geistliche, das bleibt alle zu sehen. Ich würde gerne viele meiner Dinge rütteln, aber das ist nicht, was ich will. Ich will hier bloß Wort von diesen Punkten mit rütteln, was wir dort verstehen können. Und ich kann sagen, jetzt haben von diesen Dingen, wo wir uns noch mal denken, es nicht alles sind. Aber was wir uns dort angehen und dort nicht nötig ist, ich glaube, das kann uns sehr leicht verleiden. Und das ist, was wir lernen müssen, wo wir jeden Stunde und jeden Stunde geben. Ja, ich würde leichen vielleicht nicht fertig, ich würde vielleicht nicht leichen, aber ich kann auch gar nicht erfordern. So, ich würde jeden Stunde. Und dann müssen wir dort noch lernen, von wo ich gehen. So, noch einmal, ich will diese drei Punkte rütteln hier, was wir hier in der Zeugen, was uns Thema von der Offendien der ist, was wir die Last von der Fleisch, die Last von der Ehe und der Pride of Life, das hier mit dir leben, dort sind die Dinge, was die schüben dann. Nicht bloß eine Welt, aber das man uns sagt, wie sollen bloß so viel die educated sein, dass wir hier in diese Dinge kennen, hier hinschaffen. Wofür hätten die da uns gedacht, dort, das Öl, andere Öl, was wir haben, dort ist das Fenster für uns Hort. Was ich hier rütteln will, ist das. Meine Öl, das sollen einmal Dinge, was die nicht sollen sein. Das sollen einmal, wofür man Geld der Nächste hat, oder wofür besser die Dinge kommen. Und wenn ich dort laut an meine Gedanken lang die noch rumdrehen, dann geht das gar nicht lang, dann ist das bei dem Hort. Und was sagt die Bibel von dem Wort? It is deceitful. Dort hat jankert noch mal Dinge, wo das nicht soll. Aber wenn ich dort nicht klar habe, some von diesen Dingen, die nehme ich bloß nicht Port an, dann kann das noch einen Sinn geben, dort kann das noch eine große Schuld geben, wo ich mich nicht mehr drüber weiß. Wir müssen weiten von some von diesen Dingen bloß aufschieben und dann ist nicht mehr zu tun haben. Und wenn man Zeit wieder, würden wir noch in hier abnehmen gehen, aber wir weiten wird hier ab. Ich glaube, das ist Kapitel 31. Du soll wie ein Bild von Hiob. Und Hiob sagt, er hat einen Bund gemerkt mit seinen Ohren. Was wir dort? Er sagt, meine Ohren, die waren nicht looten, dort die waren ab Dinge kicken, wo sie sind. Er hat einen Bund gemerkt mit dort. Herbert Eichen, Jesua Kapitel 7. Dort ist eine lange Geschichte. Aber durch Jesua, dort schriften es dort, aus der Gericht, an der ich wir, dann sah er das Bull, er sah die goldene Stande, er sah dieselbe Dinge. Und er verstürbte an sein Zelt. Er sah dort, er hat eine Last gegeben, und dann meinte ich dort, I have to have it. Was braucht dort? Dort braucht sein Tod, dort braucht der Tod über seine ganze Familie. Da wird ganz gut. Das ist wichtig, wenn wir die Jungen aufmerken, wenn dort das Fenster ist, was an der Horten entkommt, dann ab eins lädt dort, wo wir nicht haben wollen. Mit dort kommen wir bei unserem letzten Punkt.
Das ist ein sehr leichter Ding. Vielleicht waren da üte Leben aus diesem Time hier Handstau. Wir müssen überzeugt sein, dass die Dinge in dieser Welt, die werden uns keinen Frieden bringen. The things of the world will never give us peace. Das sind Dinge in dieser Welt, wenn wir die Hand wie leichen, die dort der Schein. Aber krachte Dinge bringt es uns den Frieden oder Frieden. Dort macht man es einmal ütwehen. Wo steht es nicht mehr dort? Wenn ich mir nur ein Denk angehen da, wenn ich mir nur ein Denk kippen da, was ist das? Ist das so, was mir fehlt? Ist das so, was mir jankert? Ich glaube, wir sind alle durchgekommen ans Leben aus Fern. Dort, wir haben zu uns selbst gesagt, dort denkt man das an, dort denkt man das an. Wenn ich die Geschichte mit uns mitteilen, was mir ist zu Gedanken gekommen, würde eine lange Geschichte sein. Aber ich kicke einmal so eine Menschen, wo der, Dinge collecting down, da haben Shelves. Dort ist voll gesagt, voll dort und voll dort und verschiedene Dinge. Die kaufen dort und die kaufen sich dort. So, was passiert, weil wir uns nicht so eine Dinge kaufen? Was passiert, weil wir uns nicht fertig kaufen, wenn wir gleich in der Zeit haben? Haben sie das erstlich gekauft, vielleicht hat noch eine Schuld gemerkt an all dort. Aber nun haben sie das fertig gekauft, nun war das noch dran, nun müssen wir dort rein mehr. Und weil wir Dinge collecting down, dort das Shelf ganz voll war, dort nimmt nach so viel Zeit, da man nach so vielen Rennen gemerkt, während dann an sich gehen, wo wir wohnen, der Stiftung sei, da man nach vielen Rennen gemerkt. Und wenn du an dir denkst, erst einmal, wenn du eine Safe-Zeit nimmst, wie dort den Herrn sagt, woran an dort nicht kommen, dann stehe ich nicht wahr. Das sind so eine Dinge, wo du nach Herrn passieren und in deinem Leben. Sind die Dinge alle sind, die ich gerührt habe? Das sind nicht. Aber wenn die erste Mal sehen, oder dort ein Euwan hat jetzt, dann habe ich so ein Licht, dass die alte Dünne ins Bein und ans Nuba, wo du ganz dicht bist, da hast nicht die alte Dünne Bilds betont. Wir machen das noch managen. Ich brücke jetzt ein Beispiel. Wir machen, wollten wir Dinge wie jeden schieben da und auch von wir Dinge wie wachern da. So, mit dort gesagt, komme ich bei der letzte von der Morris. Was passiert, wenn wir shopping fahren? Das ist mein letzter Ding. Warum muss sagen, wir fahren in Stuhl und wir sagen, das sind zwei Dinge, das ist zwei über ein. Aber ein ist viel dürer als das andere. Da bin ich das Erste, wir bekicken uns das Billigste. Haben uns dort ein Stolzchen bekickt und bekicken uns das andere. Na, no, das ist vielleicht 20 Dollar derer oder 50 Dollar derer und wollten bloß dort schalten. Wo haben wir dort, dort wollten ein bisschen länger reden. Dort hast du ein bisschen besser gemerkt und das Sitzschmacker und da wird auch länger hauen. War wir nicht Geld haben, dann wollen wir uns vielleicht noch eine Schuld mehr, eine Credit Card rücknehmen. Dann da wird auch bloß das die meisten Menschen das da. Nicht schalten, Leute betonen. Aber das wundert auch nicht erst. Wir müssen noch aufpassen, dass wir uns nicht looten in diese weltlichen Dinge hineinschlagen. Die Stühlen, die sind abgestellt für sich im Business, daher nicht für mich und die ans Geld zählen. So, mit dit gesagt, weil wir uns Dinge kaufen tun und wir wählen uns das beste Ding, wir wollten dort erstmal für eine Zeit lang uns das verbrücken, nicht so? Ich will uns alle tot werden, weil wir wollen nur das beste kicken, was da ist. In wo du kein Eng hast, dort werden wir an die jährlichen Dinge ansagen. Jesus hat gesagt, zu diesen Ritten, wo du so viel hast, wer wird dort schreien? Wann diese nach, wird deine Säule von dir gefordert worden? Als die Säule reut, in wer wird das ewige schreien? So, mit dort gesagt, weil ich ans bloß Mutter sprechen, dort, wann wir wollen Treasures ableihen, weil wir die Ablein am Himmel. Wenn hier bei ihr, du kommst Droster bei und du kommst Matt bei und, oder somebody, die braucht sich vielleicht nennen, steht dort. Aber wenn nicht die waren, diese Treasures Ablein am Himmel. Du hast wie ein ihrer Söhne und dort ist Jesus Christus. Und der wird uns belohnt für dort. Dort wird mein Wunsch sein für uns alle. Amen. Mit dort, wir posen, als wir noch abstehen und beten in Jesus. Vater Gott im Himmel, wir kommen diese Stunde noch einmal vor dir und gesagt, Herr,
Wir danken dir von dir, Herr, für diesen Tag. Wir danken dir auch für die treue Ware, die du uns mitgesehen hast. Noch einmal, Herr, weil wir auch für Safety beten, für all die, die du traveln tun. Ich bete auch für uns selbst, Herr, weil wir uns am Wagen nicht sehen, dass du musst mit uns sein. Wir danken dir dafür, Herr, so wie du best mit uns hier warst. Ich danke dir dafür, für all diese Freunde, Brüder und Sassen, Herren, die hier sind, gekommen. Du hast an alle Beschütz, was hier tun. Und du hast auch versprochen, dort zu tun, was eng von dieser Zeit. Nun freuen wir auch, Herr, dass du musst diese auch noch singen, mich dort die verherrlichen, mich dort noch ein Ende bringen, an ein oder eine andere Person und vielleicht ein mit Erste. Herr, ich bete, dass wir möchten uns Hand geben, so ist es in dessen Römer Kapitel 12, dass wir sollen uns Hand geben, aus dem Helden, Leben dir Opfer, dass du Helden kost, dass du annehmen kost, dass du uns nehmen kost und das Lebensbild anschreiben. Das ist der Plan, den du für uns hast und wir danken dir dafür. Nun werden wir noch beten, Herr, für die Former. Das sind bei der Zeit gekommen, wo sie kennen, der Arndt annehmen, wo du anhast mit dir sehend. Und doch, wir wollen nicht fahren, dass dort was passieren wird, die morgensche Tag ist uns nicht versprochen. Aber Herr, wir danken dir, dass du versprochen hast und dort erst, wenn du was zurückkommst, dass all die Worte nicht schleiprig sind, nicht sind angeschlossen. Wollte nur die lernen, die wirst du nicht den Tisch nehmen, um das sei du sind, wo du bist. Wir freuen um den Sehen, ob diese Versammlung, Herr, ich bete besonders, dass sie möchten anholen, eben wenn dann auch noch Sturms im Leben sind, oder Sturms auf einzelne Kirche. Ich freue mich, Jesus, sie nun, dass du musst mit ansehen. Amen.